Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Heute passend zur Doku über den Penis zum Thema männliche Lust. Und falls Sie, meine Damen, das jetzt ungerecht finden, unsere Sendung über die Lust der Frau fand bereits statt. Sie finden sie natürlich in unserer Mediathek. Aber da Sexualität ja ein Beziehungsgeschehen ist und letztlich auch Sexualorgane durchaus Beziehungsorgane sein können, vielleicht sogar sollten, wäre es möglich, dass auch die Sendung jetzt über die Sexualität und Lust des Mannes interessant für Sie ist, für die Männer ja ohnehin. Die Liebe hat kein Zentralorgan, die Lust möglicherweise auch nicht und allen Vorurteilen zum Trotz gehören auch zur männlichen Sexualität noch ein paar andere Dinge, Dimensionen und Organe als der Penis. Und zwar ein ganzer Körper, ein umfassendes Bewusstsein mit Wahrnehmungen, Einstellungen, Fantasien und Gedanken. Und es gehören Gesten, Worte und Handlungen zur Sexualität, Zärtlichkeit und Leidenschaft oder kurz all das, was man Leben nennt. Und von diesem Leben ist der Penis am Ende eben doch nur ein Teil. Auch wenn manche offenbar immer noch glauben, der Mann sei das gierige Tier, dessen Leben sich auf ein einziges Organ versteift. Auf wen oder was stehen Männer? Sind sie machtgeil, triebgesteuert und notorisch untreu? Kreisen einzig um ihr Genital? Männer in der Industrienation definieren sich wirklich über ihren Penis, was der Penis, sowohl den optischen Eindruck des Penis, als auch wie die Performance, also wie die Sexualität ist, die sie erleben können. Und wo wird ihre Lust geweckt? Na, da, wo sie ihre Bestätigung erfahren können. Ich würde sagen, die Liebe ist schon ein großes Thema, was die Lust angeht. Das Klischee, Frauen denken bei männlicher Lust an Liebe. Männer stillen ihre Libido auch gerne mit Pornografie, Cybersex oder Hightech-Puppen. Obwohl, lebendige Frauen haben auch so ihre Reize. Also die mögen es, frustriert zu werden und nicht sofort alles zu bekommen. Und das, glaube ich, ist ganz sexy. Und was macht Männer garantiert schwach? Wenn die Frau zeigt, dass sie Lust hat, es gibt nichts, was irgendwie da rankommt. Lust ist eine Sache, die vom Kopf her gesteuert ist. Das heißt, hier braucht man irgendwelche Fantasien, das heißt, irgendwelche neurologischen Impulse, also Nervenimpulse, die im Kopf sind, aber auch in der Regel braucht man Hormone. Und das wichtigste Hormon beim Mann ist Testosteron, das ist das Königshormon. Manche hat Lust auf das Extrem. Beim Mann ist es Macht, Gewalt, Schmerz. So ein Mix aus irgendwie Zärtlichkeit, Haut, Spaß und vielleicht doch ein bisschen Härte. Viele Männer reizt auch schon die dezente Erotik. Schöne Wäsche, keine Wäsche, sanfte Haut. Und immer mehr Männer haben nicht nur Lust auf Frauen. Eine haarige Männerbrust, das bereitet mehr Lust. Und ein Bart im Gesicht, das ist super. Männliche Lust hat viele Facetten. Festlegungen in eine bestimmte Richtung werden immer mehr aufgelöst. Und das ist auch gut so. Das Leben ist ja vielfältig, ist ein Prozess. Warum sollte es mit Liebe, Lust und Sexualität anders sein? Unser Thema heute, die männliche Lust. Und dazu begrüße ich meine Gäste, von denen Sie vielleicht zwei inzwischen kennen. Und ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ann-Marlene Henning, guten Abend. Guten Abend. Psychologin, Sexologin, sie hat eine Praxis als Paartherapeutin und Sexualberaterin. Im November ist ihr Buch erschienen, Männer, Körper, Sex, Gesundheit. Und sie sagt, männliche Lust auf einen Trieb zu reduzieren, ist diskriminierend. Nicht jedermann hat spontan und immer Lust auf Sex. Ich begrüße Ulrich Clement, Professor für medizinische Psychologie und Leiter des Instituts für Sexualtherapie. Er sagt, Männlichkeit und männliche Lust sind nicht so sicher, wie oft behauptet wird. Männer müssen ihre Männlichkeit immer wieder beweisen, um ihre unsichere und kränkbare Seite zu überdecken. Und ich begrüße Heinz-Jürgen Voss. Er ist Biologe und Sozialwissenschaftler, lehrt an der Hochschule Merseburg und hat den dritten deutschen Männergesundheitsbericht zur Sexualität von Männern herausgegeben und sagt, männliche Lust bezeichnet das Bedürfnis nach Berührung, nach runden und eckigen Formen, nach Haut, nach Körpersäften, nach Eindringen und Durchdrungenwerden. Schönen guten Abend zusammen. Ich habe jetzt eben gerade im Film gelernt, Männer definieren sich über ihren Penis. Herr Voss, ist das so?
Also das ist schon eine sehr zugespitzte These. Also insofern, Penis ist nicht mehr so wichtig. Also das lockert sich wesentlich auf. Wir haben auch mittlerweile Transmännlichkeiten ja wesentlich stärker als Thema, wo dann ein neu geschaffener Penis eine Rolle spielt oder eben auch keine Rolle spielen muss. Also das wäre zu zugespitzt. Ja, genau. Ich bin ja im Kern einig. Aber es gibt schon den Unterschied, würde ich mal behaupten, doch jetzt zum Mann und Frau, dass ein Mädchen sieht ja unten nicht so viel, ein Junge sieht da was wachsen. Und zwar völlig eigenständig. Und ich denke schon, das ist klar, dass es auch eine Bedeutung bekommt. Wenn da unten sich so ein Teil auf den Weg macht. Genau, und man entdeckt es jedenfalls schneller, dass man da was auslösen kann, was sehr viel Spaß macht. Und sehr schnell entdeckt man, glaube ich, auch in der Pubertät, dass, was es bedeutet, wenn er plötzlich nicht steht. Also so, er steht, also bin ich. Aber klar, es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, als den Penis in Vordergrund zu stellen. Na, viele Männer definieren sich über den Penis, das ist schon richtig. Aber ich muss nur sagen, diejenigen, die das ausschließlich tun, die nur den Penis als ihre Definition für Männlichkeit nehmen, das sind arme Teufel. Es muss schon was dazugehören, was den Penis als Bedeutungsträger von Männlichkeit noch illustriert, weil das allein ist ein bisschen wenig. Aber wenn es die noch gibt, also ich habe ja keine Ahnung, wie viel Prozent der Männer das dann sind, dann ist an dieser alten feministischen Rede von Phallozentrismus also noch viel dran. Also letztendlich spielt ja sozusagen immer Männerdominanz eine Rolle. Also sozusagen Kinder lernen von früh an, dass sie einen Penis haben, dass Mädchen überhaupt lernen, dass sie auch ein Genital haben, das positiv besetzt wird, also eine Vulva sozusagen. Das passiert erst jetzt nach und nach. Häufig ist es nach wie vor noch im Kita so oder auch bei Eltern, dass sozusagen bei Jungen gerade der Penis hervorgehoben wird, bei Mädchen dann sozusagen dann gesagt wird, na, da ist ja eigentlich nichts und so. Und da müssen wir natürlich in der Sexualpädagogik auch immer dran arbeiten. Dass es positiv besetzt wird. Was ja bedeutet, dass die Männersicht auch dann die dominante ist. Auf jeden Fall. Also die Männersicht ist dominant. Und wir sehen ja, auch wenn wir alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche durchgehen, sehen wir ja fast überall nur Männer. Ich springe jetzt ein bisschen. Ist die männliche Lust in der Krise? Männliche Sexualität in der Krise? Na, männliche Lustlosigkeit gibt es häufiger, als es früher gab. Ja. In der Sexualtherapie kann man das sagen. Also als ich angefangen habe vor vielen Jahren, haben wir die männliche Lustlosigkeit nicht wahrgenommen. Wir dachten, das sind alles erektionsgestörte Männer, die in der Folge keine Lust mehr hatten. Jetzt zeigt sich heute, dass viele Männer autochthon keine Lust haben. Weil die wollen einfach nicht. Und nicht unbedingt, weil sie ein Problem haben oder weil sie frustriert sind, sondern weil sie einfach nicht wollen. Und jetzt kann man überlegen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich finde, es hat auch was Authentisches. Wenn Männer sagen können, ich habe keine Lust oder das, worauf ich Lust haben könnte, ist mir nicht gut genug, ist mir nicht erotisch genug, dann sind es doch wirklich mannhafte Äußerungen, das sozusagen zu sich zu stehen und zu sagen, darauf habe ich keine Lust, das ist mir nicht wert. Ich muss noch mal nachfragen. Also es geht nicht darum, dass jemand zum Beispiel eine erektile Dysfunktion hat, und nach einer Zeit sagt, okay, ich habe keine Lust mehr. Das meinen Sie nicht? Das meine ich nicht, nein. Sondern dass jemand einfach sagt, dass wir das, was sexuell an Gelegenheiten da ist, das ist es mir nicht wert. Es gibt diesen schönen Begriff, den hat die kanadische Sexualtherapeutin Becky Kleinplatz ins Spiel gebracht. Sex worth wanting. Was ist der Sex, der es wert will. Ist, gewollt zu werden? Also das heißt nicht, dass jeder Mann auf jede Gelegenheit gleich draufspringt, sondern dass er sich überlegt, ist mir das Ganze das wert? Und wenn er dann keine Lust hat, dann ist eine Entscheidung, keine Lust zu haben und dem nicht nachzugehen. Und das ist eine Qualität und das ist kein Mangel. Ich sehe das richtig, dass Sie beide zustimmen. Ich würde da eher nicht unbedingt zustimmen, sondern tatsächlich ist ja schon die Frage, was definieren wir als männliche Lust? Also wenn es tatsächlich um irgendwie das Draufspringen geht, also Erektion und dann muss der Penis irgendwie eingeführt werden oder irgendwie oral befriedigt werden oder ähnliches, dann wäre das ja schon eine relativ kleine Sicht auf Lust. Und männliche Lust kann ja auch im Berühren direkt letztendlich dann schon stehen. Also sozusagen tatsächlich, wie können wir Männlichkeiten auch tatsächlich viel mehr so
denken, dass es eben gar nicht nur immer um das Genital gehen muss. Ja. Und auch gerade diese Krisenerscheinung, würde ich eher sagen, vielleicht wird es auch eine längere Zeit gerade nicht wahrgenommen, weil einfach wir gar nicht so genau auf Sexualität, auf Sexuelles geguckt haben. Also jetzt kommt es in den Blick, weil tatsächlich in der Gesellschaft auch wesentlich mehr und achtsamer über Sexualität gesprochen wird. Nur, ich fand es gar nicht so genital fixiert, ehrlich gesagt. Die Frage finde ich immer wichtig, wenn man für einen Sexualtherapeuten, hast du keine Lust oder hast du keine Lust auf den Sex oder auf den, mit dem du sie haben kannst? Mhm. Weil dann, das ist ja völlig unabhängig vom Penis jetzt. Also das ist ja die breite Lust jetzt, egal welche ich gerade empfinde. Aber ich will genau klären, ob es generell keine Lust gibt oder auf den Sex, den ich gerade haben darf. Das ist überhaupt gut, genau. Oder? Lust ohne Erektion, das wäre doch mal eine... Das meinst du ja auch. Genau. Meinen Sie, entschuldigen Sie, wir kennen uns länger, weil ich in Merseburg studiere. In Merseburg duzt man sich. Aber ich sieht sie jetzt, sagten Sie auch. Also diese Lust zu öffnen, also nicht nur zum Penis oder also zum Genital zu legen. Hm? Genau, wäre auch meine Sicht. Ja. Also das bedeutet, es geht konkret, es geht nicht um Orgasmus, sondern es geht um Berühren, Empfinden, was auch immer. Spürspaß, sage ich ja immer. Spürspaß, ja. Irgendwas Spürkompetenz, spüren. Spürspaß und was noch? Vielfalt? Nein, Spür... Ja, das waren, sind die drei ja, Schlüsselbegriffe in Ihrem gemeinsamen Buch, die ich sehr gut fand. Ich wollte jetzt noch was sagen zur Lust. Wir sollen das nicht nur als Trieb definieren. Nee. Trieb ist eine Idee, das kommt von innen raus und will dann irgendwo hin. Es gibt ja auch Verführbarkeit, also reaktive Lust. Und die sollte man mitbedenken. Die will aber dann auch irgendwo hin, oder? Die will auch irgendwo hin, aber die kommt erstmal irgendwo her. Die wird erst rausgelockt, die ist nicht erstmal da. Ich habe ja ganz naiv angenommen, das ist ein wechselseitiges Geschehen. Also weder sozusagen nur von innen noch nur von außen, sondern es ist irgendwie ein Zusammenspiel. Falsch? Wenn es gut geht, ja. Ich finde es aber wirklich interessant oder wichtig, was Sie gerade sagen. Weil diese Lust, die alle immer denken, was ist Lust? Ja, das ist diese Spontane, dieser Trieb. Und die ist es aber einfach nicht immer. Und was bei Männern oft vergessen wird, also bei Frauen gibt es wohl laut wissenschaftlichen Untersuchungen viel mehr, die nicht spontane Lust haben, sondern eher so eine rezeptive, von der Sie auch sprechen. Aber bei Männern gibt es auch welche, die rezeptive Lust haben. Und die ist genauso normal wie die spontane Lust. Mhm. Spontan ist jetzt der Trieb. Ich habe immer Lust, ich habe Lust und ich springe irgendwo hin und will was. Die rezeptive bedarf Berührung oder Stimmung oder irgendwelche anderen Auslöser. Also mich erstaunt das ja nicht so. Die gibt es bei Männern, will ich nur sagen. Ja, und die ist normal. Aber warum sollte es das auch nicht geben? Ja, genau. Ja, aber wahrscheinlich habe ich was verpasst gerade, aber ich denke, das hängt dann zusammen mit einem sehr dominanten mechanistischen Männerbild, was vorher vorgeherrscht hat. Und da ist aber jeder Mann dann falsch, der nicht spontane Sexlust hat, also immer und immer stehen kann und auch immer wollen und wer nicht auf den nächsten Baum aufgeht, der wird genommen. Aber ja. Das würde bedeuten, also wenn man jetzt der Frage weiter nachdenkt, dass sich die Rolle oder das Bild von Männlichkeit und Sexualität doch geändert hat. Jetzt inzwischen. Also auf jeden Fall. Und es geht eben tatsächlich ein Stück weit auch davon weg, von so einem Leistungsdruck, also das immer funktionieren können, was ja auch Stress darstellen kann, also eingebunden sozusagen auch in den Arbeitsalltag. Jetzt muss alles sofort funktionieren. Und da kann tatsächlich einfach, wenn man eine Bindungsfunktion, eine Nähefunktion, gerade von sexuellen Handlungen dann mehr noch in den Blick nimmt, kann das auch Männer sehr entlasten. Und da würde ich sagen, differenziert sich Männlichkeit. Aber ich wollte noch dazu sagen, auch Männer, die mit Leistungsdruck Sex haben, haben auch ihr Recht. Das ist ja auch nicht verkehrt zu sagen, ich will es mir beweisen, ich möchte zeigen, was ich für ein toller Kerl bin. Und ich möchte nicht nur bei der Arbeit, sondern auch noch danach. Ich möchte mit Leistungsmotivation gerne zeigen, was ich für ein toller Mann bin. Das ist auch legitim. Also wir sollen es nicht so tun, als ob nur die leistungsfreie Lust eine gute Lust wäre. Also wir sind offen für alle sozusagen. Werfen wir nach diesen ersten Überlegungen mal einen etwas systematischeren Blick auf männliche Sexualität und ihre Veränderung, die sich im Laufe eines Männerlebens ja sehr natürlich ergibt. Natürlich ist das nur jetzt eine knappe Zusammenfassung. Sie enthält aber, wie Sie hoffentlich sehen werden, die wesentlichen Aspekte des Mannwerdens und Mannseins. Hier beginnt der Ursprung der Männlichkeit. Bereits ab der 7. Schwangerschaftswoche löst das Y-Chromosom bei den Föten, die es haben, die erste Ausschüttung des männlichen Sexualhormons Testosteron aus. Der Genitalhöcker bildet sich zu einem Penis und die Prägung der Geschlechtsidentität beginnt.
Die ersten lustvollen körperlichen Erfahrungen machen schon Babys und Kleinkinder durch Hautkontakt. Sie gehören zu einer gesunden Entwicklung dazu. Die Sexualität ist nur auf den eigenen Körper bezogen. Das ändert sich schlagartig in der Pubertät. Durch die vermehrte Produktion der Sexualhormone wird der Sexualtrieb entfacht. In dieser Zeit kommt es auch zu den ersten nächtlichen Erektionen. Ein Phänomen, das Männer ihr Leben lang begleitet und von Natur aus so vorgesehen ist. Oft ist es ja tagsüber so, dass Männer ja keine Erektion haben. Das heißt, eine Sauerstoffminderversorgung und eine schlechtere Durchblutung ist dann gegeben. Erst bei einer Erektion ist viel Sauerstoff im Penis und viel Blut. In der Nacht regeneriert sich der Penis 5 bis 6 Mal. Dabei gilt, jede Erektion ist der Wegbereiter für die nächste. Nervenimpulse werden vom Kopf über das Rückenmark an die Nerven im Penis weitergeleitet. Die Nervenenden schütten Substanzen aus, die die Penisgefäße erweitern. Der Schwellkörper, der von einer engen Hülle umgeben ist, füllt sich mit viel Blut und wird steif. Prinzipiell sind die Erektionen, wenn die vom Unterbewusstsein her gesteuert. Das bedeutet eher, wenn man sich darüber Gedanken macht oder versucht, einen direkten Einfluss zu nehmen, so ist es in der Regel, dann wirkt das eher blockierend. Das heißt, der Penis macht, was er will oder eben auch mal nicht. Ein Großteil der Männer aller Altersklassen erlebt irgendwann in ihrem Leben eine länger andauernde Erektionsstörung. Ursächlich dafür können psychische Faktoren wie Stress oder organische, wie Testosteronmangel, Nervenveränderungen oder eine verminderte Durchblutung sein. Männer sollten sich gründlich untersuchen lassen, denn Erektionsstörungen können ein Alarmsignal für ihren allgemeinen Gesundheitszustand sein. Wir wissen aus Studien, dass beispielsweise ungefähr 8 Jahre vorher, bevor ein Mann einen Herzinfarkt bekommt, dass er Erektionsstörungen bekommt. Das sind aber nicht jeder Mann, der eine Erektionsstörung hat, bekommt natürlich einen Herzinfarkt. Weil das wären dann Erektionsstörungen, die auf Gefäßbasis beruhen. Also die Ursache wäre dann, die Gefäße zum Penis sind defekt und führen nicht mehr genügend Blut hin. Das wäre dann Indikator dafür, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen. Aber es geht ja nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um eine gute Lebensqualität. Und die hat man durchaus selbst in der Hand. Use it or lose it. Und das gilt für Brain, Muscle, Penis. Also der Kopf muss gefordert werden, die körperliche Muskulatur, aber auch der Penis muss weiterhin trainiert werden, weil das sind alles Strukturen, wichtige Strukturen. Wenn die nicht stimuliert werden, nicht trainiert werden, bauen die ganz einfach ab. Und das gilt natürlich auch für den Penis. Aber Männer leiden vermehrt unter Lustlosigkeit. Neben hormonellen Störungen können auch der gesellschaftliche Leistungsdruck, stressige Alltagsstrukturen oder ein unerfüllter Kinderwunsch in einer Partnerschaft dafür verantwortlich sein. Wenn Sie wissen, dass Sie heute um 12 Uhr performen müssen, weil dann gerade der Eisprung Ihrer Partnerin ist, um das Kind zu zeugen, und die teilweise werden die auch auf Arbeit angerufen und dann heißt es, Schatz, ich habe jetzt meinen Eisprung gespürt, jetzt musst du nach Hause kommen, dass Sie eine riesengroße Unlust verspüren und dementsprechend natürlich auch unter Erektionsstörungen leiden können. Da geht es im Alter, wenn der Kinderwunsch keine Rolle mehr spielt, entspannter zu. Die Erektionsfähigkeit bleibt ein Leben lang bestehen. Ältere Männer sind oft sogar ausdauernder, brauchen aber eine längere Erholungszeit. Schwierigkeiten kommen eher durch gesundheitliche Probleme, an erster Stelle an der Prostata. Das kastaniengroße Organ befindet sich am Blasenausgang zwischen Enddarm und Blase. Sie kann sich gutartig oder auch bösartig vergrößern. Doch die Prostata ist auch ein Lustorgan. Auf der Extremseite sagt man, das ist die Prostata des Mannes, ist der G-Punkt wie bei der Frau. Das heißt, hier sind viele Nerven und ist ein entscheidender Punkt für den Orgasmus. Andererseits kennen wir ja Männer, die eine totale Operation hatten, das heißt, wo man die Prostata entfernen musste, und die haben trotzdem noch einen Orgasmus. Also das Gefühl eines Orgasmus bleibt trotzdem noch bestehen. Also das ist ja die andere Seite. Ob alt oder jung oder mit gesundheitlichen Einschränkungen, ein erfülltes Sexualleben ist gesund und lebenslang physiologisch möglich. Voraussetzung dafür ist ein offener Umgang in der Partnerschaft. Herr Voss, Sie haben den 3. deutschen Männergesundheitsbericht zur Sexualität von Männern mit herausgegeben. Neigen Männer dazu, nicht sehr gut auf ihre Gesundheit zu achten?
Das ist leider tatsächlich der Fall. Das kann man in sehr vielen Punkten zeigen. Also Stressbewältigung. Insgesamt, wann wird überhaupt ein Arzt, eine Ärztin aufgesucht? Mhm. Das machen Männer tatsächlich wenig. Und auf sexuelle Gesundheit achten sie wiederum auch nicht. Haben Sie eine Vermutung, warum das so ist? Also es gibt gelernte Männlichkeiten letztendlich. Also man soll immer stark und mutig sein letztendlich. Und das führt letztendlich dazu, dass Männer einfach nicht so sehr auf sich achten, dass das immer gleich als Schwäche ausgelegt wird. Dass zum Beispiel, wenn eine depressive Erkrankung vorliegt, das eher verbogen werden soll. Mhm. Und das sind die Dinge, die letztendlich die zentralen Rollen spielen, würde ich sagen. Was meinen Sie denn, dass Männer wenig auf ihre sexuelle Gesundheit achten? Was meinen Sie denn damit? Na, sexuelle Gesundheit tatsächlich, dass man auch guckt, wie man zum Beispiel auch Nähe zeigen kann, dass man auch Raum in dem Alltag schafft, um Sexualität letztendlich zu haben. Sexuelle Gesundheit eben auch nicht nur als Abwesenheit von Krankheit definiert, also insofern jetzt nicht nur Erektion oder vorzeitige oder später Samenerguss oder ähnliche Sachen dann in den Blick nimmt, sondern tatsächlich, wie kann auch tatsächlich eine gute Situation letztendlich sein, dass ich nicht nur Gesundheit, schematisch... Oder ist es nicht eher Stil oder Beziehung? Nee, tatsächlich so im Sinne der Weltgesundheitsorganisation, sexuelle Gesundheit als Wohlbefinden, als Soziales, als kulturell eingebundenes Erleben von Sexualität. Was ich ja interessant fand in Ihrem Buch, da gibt es ja einen Essay mit den verschiedenen Definitionen von sexueller Gesundheit, auch sozusagen im Wandel der Zeiten. Ja. Wie sehr sich das einfach auch allein in den letzten 20, 30 Jahren verändert hat tatsächlich. Und gleichzeitig aber eben auch an der Stelle, wie wenig wir in der Gesellschaft das noch so wahrnehmen. Also es ist häufig eher Krankheitsbilder, Pathologien, die stehen im Blickpunkt, aber nicht tatsächlich so sexuelle Gesundheit als so größerer Begriff. Was können wir dafür tun in der Gesellschaft? Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bedeutet das doch, dass das, was Männern in erster Linie im Weg steht, die Bilder von Männlichkeit sind, die Gesellschaft produziert oder wir alle produzieren und dann in mir, in Männern reproduziert werden. Aber wenn ich mir vorstelle mit der Gesundheit, ich bin mit dem Begriff ja nicht so ganz d'accord, wenn mir ein Arzt sagt, Sie sind sexuell kerngesund, also das ist eine tolle Aussage, was meint denn der das damit? Kann man ja auch noch das kann man nicht. Also, ja, aber der was wäre hundertprozentige Gesundheit? Ja, aber das ist ein medizinischer Begriff, die Gesundheit. Also was heißt, ich bin sexuell gesund? Ja, das könnten wir jetzt auflisten, das sind ganz, ganz viele Sachen. Unter anderem ja zum Beispiel sehen Sie, dass Ihr Leben einen Sinn hat. Das sind ganz neue Fragen, die dazugekommen sind, die nämlich ums Wohlbefinden gehen und nicht, läuft da genug Blut durch den Penis. Also das gehört jetzt zur Gesundheit, diese ganz Fragen, die man, die Frauen sich immer gestellt haben, vielleicht aber Männer sich nicht stellen dürfen. Ist das war jetzt so leicht dahingesagt. Ist das tatsächlich so, dass Frauen sich diese Fragen immer gestellt haben oder stellen auch Frauen sich diese Fragen zunehmend jetzt? Naja, jetzt leben wir alle in so einem Stress, dass sich viele die nicht stellen, deswegen sind wir auch kränker. Wir fragen uns nicht mehr, wir sollen uns wieder fragen, aber für eine Frau war es erlaubt, sie könnte sich fragen. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit meinem Leben, weil sie dürfe über sich reflektieren. Über ihre Gefühle, über ihren Alltag. Aber das soll ein Mann ja nicht. Er soll mal straight forward, also mit voller Kraft voraus und alles regeln. Also ein Ziel haben und verfolgen und alles um sich links und rechts liegen lassen. Und es gibt ja aber nur wer deswegen sagt, die... Wer sagt das? Ja, das sagten Sie ja gerade, das sind irgendwelche Vorstellungen, die man hat. Genau, und dann wird es ja wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel eine Schulklasse nimmt, also Jungs, die in der Pubertät, und schaut, traut sich da jemand zu sagen... So will ich nicht sein, dann ist er ein Warmduscher. Das ist genau, ist nämlich genau der Punkt. Das ist nämlich immer noch schwer, also gerade auch in der Phase, das Bild anders zu setzen, wenn man sagt, ich empfinde das aber anders. Ja, das muss man sich erst mal trauen. Und es gibt ja schöne neue Untersuchungen dazu, dass es sehr, sehr, sehr früh anfängt, mit kleinen Kindern, wenn jemand in ein Zimmer kommt und da liegen kleine Kinder und spielen, also 8 Monate alte oder so, dass der reinkommt, sofort ein Bild hat, das ist ein Mädchen oder ein Junge und entsprechend sich benimmt. Mhm. Und wenn er später oder er sich später erfährt, das war aber, wir haben ihn falsch rum angezogen, das war ein anderes Geschlecht, als du dachtest, dann schämen sich die Leute richtig. Also diese Geschlechterschubladen, Bläden, die fangen früh an und wir richten uns sehr viel danach. Man muss sich
aktiv wehren, wenn man das nicht möchte. Und das ist schwer genug. Ich würde gerne so ein paar Sachen mit Blick auf Gesundheit noch mal abfragen. Also ein Punkt, der mich immer wieder irritiert, das kam ja auch im Film vor, Prostata. Also jetzt mal unabhängig davon, ob es noch ein G-Punkt ist oder nicht. Also bei den ungefähr 80.000 Operationen pro Jahr, viele Männer wissen nicht, dass sie einen Orgasmus ohne Erektion haben können, weil die, platt gesagt, die Nervenbahnen völlig andere sind. Warum wird sowas nicht kommuniziert? Ja, da sind wir mittendrin. Also wir sind ja jetzt gerade hier dabei, aber tatsächlich, sexuelle Bildung findet kaum statt. An Schulen gibt es kaum Inhalte. Das betrifft ja dann auch Fragen sexualisierte Gewalt mit. Also insofern, das kommt ja jetzt erst nach und nach auf den Weg, dass was passiert. Und wenn wir uns die zwei Einspieler beispielsweise angucken und auf die Männlichkeitsbilder gucken, dann sind die ja auch sehr stereotyp. Klar, also, das schwule Paar oder so, das schwule Thema wird nur mal kurz vorgestellt. jetzt zum Beispiel biologische Entwicklung. Das alles bestimmende Y-Chromosom, das ist natürlich Quatsch. Das wissen wir mittlerweile in der Biologie, dass das eben gerade nicht so bestimmt ist. Dass es viel auch mehr Faktoren gibt, dass es sehr vielfältige Faktoren eine Rolle spielen. Und wie bekommen wir tatsächlich das differenzierte Wissen, was wir erarbeitet haben in der Wissenschaft, wie kommt das auch in populäres Umgehen, also in populäres Gehirn in Gesellschaft? Aber wissen das, also ich meine, wissen das tatsächlich auch so viele Mediziner? Also wenn man da wirklich mal versucht nachzubohren, ich will jetzt nicht auf den Punkt beharren, stelle ich immer wieder großes Unwissen fest. Na, es ist Unwissen, aber nicht nur allein. Sie haben ein ganzes Bildungsprogramm jetzt gleich gesagt. Manchmal geht es um einfache Dinge. Zum Beispiel die Frage, die Sie gesagt haben. Warum sagen die Ärzte den Männern nicht, du kannst einen Orgasmus haben, auch ohne Erektion? Das wird nicht gesagt. Ja, in aber den meisten Fällen. Das können die ja schnell sagen. Das ist in einer halben Minute gesagt oder schneller. Und klar, aber was bedeutet, die Frage ist, was bedeutet also das? Ich glaube, das ist mehr eine Haltung. Und ich finde, die Haltung müsste sein, dass die Ärzte von sich aus das Thema ansprechen und nicht warten, ob die Patienten kommen. Weil die Patienten sind sich unsicher. Können die fragen oder können sie nicht fragen? Und wenn sie eine Unsicherheit beim Arzt merken, dann lassen sie es bleiben. Ja. Da wären eigentlich die Ärzte dran zu sagen, das ist, gehört zu meinem Job, das zu sagen. Und so viel Zeit geht da nicht unbedingt bei drauf. Ein Punkt noch kurz, ich springe wieder, Viagra oder Cialis wird ja viel diskutiert. Wie ist der Umgang damit? Das, bei wem? Beim Arzt oder beim Klienten, Patienten? Also gute Frage, Ja, weil mein Eindruck ist, dass es sehr leicht verschrieben wird, was vielleicht auch nichts gegen spricht, aber was zum Beispiel weniger bekannt ist, dass man auch eine Niedrigdosis bekommen kann über längere Zeiten, was zum Beispiel gerade bei Prostata-OPs und sowas sehr, also wichtig ist auch zum Beispiel, das früh genug anzufangen, nämlich vor der OP. Also was für eine tolle unterstützende Wirkung diese Medikamente haben können, bevor man dann operiert wird und auch danach, zusätzlich mit Beckenbodentraining. Mhm. Und wie einfach und wichtig es ist und wie es überall auch schon steht und erforscht ist und wird nicht gesagt und nicht gemacht. Ich bin froh, dass in unserem Master jetzt eine Studentin genau dazu schreibt, weil es ist schwer, man findet nichts, wenn man ein Mann ist, der mehr wissen will, ich mit der Erkrankung Prostatakrebs, wo gehe ich hin, wer kann mir helfen? Und das ist auch leicht gesagt, aber es müssen dann an den richtigen Stellen gesagt werden. Ja, noch zu Viagra, also ein wichtiger Punkt ist, das ist ja nicht nur ein Mittel, um Medikament, um eine Krankheit, um eine Symptomatik behandeln, sondern es ist auch ein Lifestyle Mittel. Also es wird unheimlich viel im Internet bestellt. Es ist gar nicht so, dass unbedingt die Ärzte das verschreiben. Dann weiß man nicht, was man kriegt. Aber man holt es, um auf die Party zu gehen, um rauszugehen. Leistungsfähiger zu sein. Das ist wirklich Lifestyle und das hat nichts mit Medizin zu tun. Mhm. Das ist es auch, ja, sicher. Weil man stehen kann und muss immer dann, oder? Warum würde ein Mann, vermutlich junge Männer auch, viele Männer das bestellen und einwerfen, so mal sehen? Berliner Partyszene. Also ein da dürfen wir einen Satz noch. Es gibt ja nur in Berlin. Ein Satz noch dazu, weil das finde ich ist noch ein Vorurteil. Man schmeißt die ein und dann steht doch alles, oder? Was auch nicht stimmt. Nein, genau. Also man muss Lust haben und stimuliert werden. Das finde ich auch wichtig, weil es gibt eben Männer, die wundern sich, warum die nicht funktionieren, diese Dinger. Jetzt wissen wir es. Das ist auch ein Satz. Gegenwärtig wird nicht nur viel über Viagra, sondern auch über künstliche Intelligenz diskutiert, was manche fälschlicherweise so verstehen, als hätten wir bereits alle Probleme mit der natürlichen Dummheit gelöst. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Was hat Sex also mit künstlicher Intelligenz zu tun? Antwort: alles.
Denn wenn es eine technologische Entwicklung gibt, die man kommerziell nutzen kann, dann gehören Porno- und Sexindustrie immer zu den First-Usern und den ersten Produzenten. Wie schon beim Wettlauf von Hase und Igel ist die Sexindustrie schon da, wenn Intelligenz erst noch allmählich in der Gesellschaft zum Thema wird. Wir haben unseren Redaktionskollegen Ralf Benz, sonst zuständig für alles, was mit Digitaltechnologien zu tun hat, losgeschickt, um sich mal in Sachen digitalisierte männliche Lust umzuschauen. Und ich muss zugeben, dass mich das Ergebnis dann doch einigermaßen überrascht hat. Na supi, ich, der Autor mit der Vorliebe für Technikthemen, darf mich mit der Psychologie der Lust des Mannes beschäftigen. Da sag ich mal danke, Sigmund Freud. Seine Analyse des Lustprinzips liest sich stark verkürzt wie folgt. Es bezeichnet das Streben des Es nach sofortiger Befriedigung der im innewohnenden elementaren Triebe bzw. Bedürfnisse. Als Netzmensch bieten sich meinem Es viele Möglichkeiten der lustvollen Verlockungen, in meinem Falle des anderen Geschlechts. Auf den Single-Seiten dieser Welt kann ich mich auf die Suche nach bindungswilligen Partnerinnen machen. Geht es aber um sofortige Befriedigung der Lust, bieten sich dem Manne des Jahres 2019 viele Möglichkeiten, dem Es zur selbstbestimmten Triebentspannung zu verhelfen. Die Erotikbranche ist ja immer ganz weit vorne, was den Einsatz neuer Technologien betrifft, und die Nachfrage wächst. Ein US-Unternehmen hat den sogenannten Autoblow entwickelt, der mit ausgeklügelten KI-Algorithmen Fellatio simuliert. Auch wenn es nicht so aussieht, aber für das echte Gefühlserleben muss der Penis oben in das Gerät gesteckt werden. Keine Angst, die Öffnung ist dehnbar. Die Klientel ist breit gefächert, sagt Entwickler Brian Lone. Es gibt eine breite Palette von Kunden. Wir wissen von einigen Daten, die wir von Google bekommen haben, dass unsere Kunden zwischen 25 und 42 Jahre alt sind. Das ist aber nur ungefähr die Hälfte. Der Rest setzt sich aus College-Studenten und sehr alten Männern zusammen. Ich bekomme persönliche Dankes-E-Mails von Männern über 80, die sich für das Produkt bedanken. Da stellt sich die Frage, wie verändern die autoerotischen und lustökonomischen Handlungen die Psyche der Männer? Die Frage gebe ich direkt weiter an den Berliner Diplompsychologen Uwe Waldmann. In seiner Praxis konzentriert er sich ausschließlich auf die Psyche der Männer. Ich würde sagen, dass ein Mann, der sich sehr stark in diesen Räumen aufhält, sehr stark sich in eine Richtung entwickeln kann, die es eben sehr schwierig macht, in der Realität mit einer Partnerin Sexualität zu erleben. Denn was in diesen Internetformaten auf jeden Fall stattfindet, ist eine sehr extreme Form von bestimmten psychischen, auch anderen psychischen Bedürfnissen. Es geht teilweise um Dominanz und um Unterwerfung. Es geht um das Thema Selbstwert und so weiter und so fort. Und wenn das zu weit, sage ich mal, von der Realität weg ist, dann kann es durchaus auch schwierig werden in der Beziehung. Ich vermute mal, dass die wenigsten Männer ihr Geld für einen Psychologen ausgeben. Das Ersparte wandert eher in noch exorbitantere Formen der männlichen Lustbefriedigung. Dabei ist der Begriff Formen wörtlich zu nehmen. Ein stark wachsender Markt sind Sexpuppen. Kurz zu den Tech-Specs. Die in China hergestellten Puppen haben ein inneres Skelett, wiegen um die 30 Kilogramm und bestehen aus thermoplastischem Polymerkunststoff, der auf Wärme reagiert. Kopf und Körper sind variabel kombinierbar. Sie haben ja auch Psychologie studiert, Sie haben Neurowissenschaften studiert. Gibt es einen Typ von Puppen, die überall gleich gut angenommen werden für die große Nachfrage? Tatsächlich sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die eher so auf schlankere Puppen stehen, mit eher mittelgroßen bis kleinen Brüsten. Es gibt aber auch, und das ist auch die Mehrzahl, Puppen mit großen Brüsten. Und es gibt auch noch eine Kategorie, die eher auf molligere Modelle stehen. Also das ist eigentlich schwierig zu sagen, es gibt ein Modell, was alle mögen, sondern es kommt wirklich sehr stark auf die Vorlieben der Männer an, welche Puppen sich aussuchen. Man kann das Ganze aber noch ein Stück weiter treiben. In den USA wurde eine Latex-Gespielin für den Mann entwickelt, deren Kopf mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wurde, mit Anbindung an die Internet-Cloud, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Und diese Lust der Zukunft ist schon ziemlich real. My main objective is to be a perfect companion. I knew about 5 million words, the whole Wikipedia and a few dictionaries.
but they still have so much to learn. An der Universität Potsdam im Fachbereich Psychologie und Kognitionswissenschaften beschäftigt man sich bereits mit der Frage nach dem Zusammenspiel von Mann und Maschine. Professor Martin Fischer leitete einen internationalen Workshop zum Thema Roboterlieben. Nicht nur die Entwickler, auch die Käufer der Puppen haben ein ganz spezifisches Mindset. Man muss Roboter für real halten. Diese Personen, glaube ich, haben besondere Eigenschaften. Die sind in der Lage, eine Art, wie sagt man es auf Deutsch, also Suspension of Disbelief, so nennt sich das im Englischen, das Wegfallen des Unglaubens. Fällt denen leicht, also das fällt anderen Personen schwieriger. Dazu kommen auch andere Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Signale aus dem eigenen Körper fühlen zu können oder eben nicht. Die Leute, die ihre eigenen Körpersignale nicht so gut spüren, also ihren eigenen Herzschlag zum Beispiel nicht so gut nachzählen können, die sind besser in der Lage, diese alternative Realität anzunehmen. Und das sind vermutlich auch Personen, die generell es nicht so schwierig finden, ihren Glauben an die reale Realität kurzzeitig zu suspendieren und sich auf etwas anderes einzulassen. Mein persönliches Fazit: Ich finde zwar die mögliche KI-Lustbefriedigung ganz spannend, aber ich kann meinen Herzschlag genau spüren, weswegen ich lieber Lust mit Frauen aus Fleisch und Blut auslebe und eine lustvolle Beziehung eingehen möchte, gerne auch für länger. Ich muss ja gestehen, dass ich in der ersten Version des Films Autoblow nicht verstanden habe, aber ich hoffe, es war jetzt einleuchtender. Ann-Marlene, welche Bedeutung haben denn diese Technologien? Oh, das sind diese tollen, breiten Fragen. Ja, ich finde die spannend. Kannst ja. Jetzt alles sagen. Ja, ich finde die erstmal spannend, weil das sind schöne Spielzeuge. Aber wenn das bedeutet am Ende, dass kein Mensch mit dem anderen Kontakt hat, dann ist es natürlich schlecht. Aber ich denke, diese Verteufelung des Ganzen, die stört mich immer so ein bisschen. Okay. Das ist gefährlich, es macht alles kaputt und der kann jetzt das nicht und das nicht. Weiß man, vielleicht kann er es sogar besser. Mhm. Also oft sind es, glaube ich, die Männer, also laut Statistiken, die mehr also Tendenz haben, zum Beispiel eine Puppe zu nehmen. Aber das kann für sehr viele Männer auch genau das sein, weswegen sie überhaupt sich an ihre Sexualität rantrauen. Also viele, die das sehen oder sich damit beschäftigen, sagen, ja, das ist doch eine psychische Deformation, weil sonst würde doch so jemand sich nicht mit einer Puppe oder mit was auch immer beschäftigen. Ach, nee, das würde ich gerne machen. Warum muss man das pathologisieren? Genau. Das gibt es alles. Andererseits, es gibt kaum Blödsinn, der sich nicht vermarkten lässt. Das ist die andere Seite. Aber wenn es das schon gibt, warum soll man das nicht ausprobieren? Also ich würde gerne Puppe. Es gibt eine andere Ideologie. Nämlich diese, das muss alles natürlich sein, von selber sein und nur nichts Technisches und so. Die finde ich auch wieder zu simpel. Die ist nicht besonders spielbereit. Jute statt künstliche Intelligenz. Ja, Jute statt künstliche Intelligenz, alles Bio und so. Das ist auch wieder eine fade Einseitigkeit. Ich würde jetzt sagen, also vielleicht noch konkret zu den Sexpuppen. Ich finde, also tatsächlich, das gehört zu ganz selbstverständlicher Sexualität dazu, dass man eben verschiedene Hilfsmittel nutzen kann. Ja. Also wir gehen alle irgendwann mal jeweils in einen Sexshop und gucken da, um das Sexualleben einfach zu bereichern. Und ich finde jetzt bei einer Sexpuppe noch mal interessant, so ein Ding kostet mindestens 2.500 Euro. Mhm. Man kann auch gut einen ganzen Kleinwagen anlegen. Also insofern haben wir da durchaus ökonomische Ausschlussgründe, die da eine Rolle spielen. Und wir sehen aber auch, wenn wir uns die wenigen Studien dazu angucken, dass so eine Sexpuppe nicht einfach nur für Sexualität, also sozusagen im Sinne von irgendwie Eindringen, Erektion oder Ähnliches genutzt wird, sondern tatsächlich im Sinne von partnerschaftlich. Da sitzt eben sozusagen eine Puppe dann letztendlich auf dem Sofa und es wird mit der was gemacht. Aber wie sehen Sie diesen Beziehungsaspekt? Also man ist ja geneigt zu sagen, naja, das ist ja keine echte Beziehung, weil es ist ja kein anderer Mensch auf der anderen Seite. Was ist schlimm dran? Ja. Nee, es muss ja nicht schlimm sein, aber man könnte ja sagen, es ist eine abgestufte Form von Beziehung. Also im Sinne von, es ist definitiv keine Mensch-Mensch-Beziehung. Und wenn man sagt, Mensch-Mensch-Beziehung sind 100%ige Beziehungen, dann ist es keine 100%ige Beziehung. Ja, ich finde, bei Sexualität muss man mit Ernst und mit Spiel gleich gut umgehen. Das ist eine spielerische Variante. Und solange sie das ist, ist doch nur prima. Die Sorge würde mir eher machen, wenn jemand nur noch mit seiner Puppe zusammen ist. Das meinte ich. Entschuldigung, das habe ich falsch formuliert dann. Genau das meinte ich. Dann würde ich da auch mir ein paar Sorgen machen. Wobei, auch das kann sein, dass es die einzige mögliche ist für diese Person. Und die hat dann sogar eine Beziehung und würde sonst
vereinsamen. Also das könnte genau das sein, dass dieser Mensch nicht vereinen wird. Der einzige also Mensch, der mich versteht, ist meine Puppe so. Ja, die kann man umprogrammieren. Es könnte sich ja auch ein Fetischcharakter entwickeln, und? Oder? Ja, aber deshalb, Fetischcharakter ist ja nichts Schlechtes. Nein. Tatsächlich, man kann ja immer auch mit Härte in Sexualität umzugehen. Sie hatten ja auch anmoderiert, es geht gerade um Lust, um Wünsche, um Ausleben von Dingen. Und das bedeutet, wir nutzen eben auch Hilfsmittel jeweils dafür. Mhm. Und ich finde eher bei den Sexpuppen, also die werden eben auch so eingebaut. Das kann zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Beziehung zu einem oder mehr Personen erstmal hatte und die sind irgendwie gerade in die Brüche gegangen, dann kann das zum Beispiel eine gute Situation sein, das zu überbrücken. Was mir bei den Produkten auffällt, ist wiederum, es gibt fast ausschließlich Frauen. Also es gibt kaum Männerpuppen. Also jetzt der Anbieter aus dem Harz, der hat zum Beispiel 2 konkrete Männermodelle nur im Angebot. Und warum kommen wir nicht sozusagen da auch mal auf ein austariertes, gleichberechtigtes Angebot? Ich habe da schon 2-mal geflüstert, es wurde noch nicht gehört, aber ich finde das extrem spannend. Ja, ich würde mich gerne mal mit einer Puppe unterhalten und so weiter. Das ist spannend. Nicht unterhalten, sondern Sex haben. Nein, mit der Puppe. Okay. Also ich erinnere mich aus vor 20 Jahren oder sowas, da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob man, wie ist es eigentlich, kann man Sex haben mit, wie man das hier sieht, mit einem Instrument, was vibriert oder tut oder macht. Also ich war äußerst neugierig auf sexuelle Dinge und eine Puppe wäre das Größte gewesen. Also das wäre doch super spannend. Also das die Wissenschaft macht es möglich. 20 Jahre später. Also ich finde es spannend, damit zu spielen. Und vielleicht gerade bei den Ängsten, die ja vielleicht doch bei der einen oder anderen Person mit im Kopf ist. Ich würde sagen, also gerade die Studien, die es gibt, die zeigen, dass nicht irgendetwas neu aufgemacht wird, auch bei BDSM beispielsweise, aber auch in Bezug auf Puppen. Also wenn sozusagen, also dass zum Beispiel soziale Beziehungen abbrechen, nur weil irgendetwas jetzt auf einmal so in die Situation mit reinkommt, das ist nicht der Fall, sondern zum Beispiel schlechter soziale Bindung aufbauen zu können oder beispielsweise eher aggressiv zu sein, gegebenenfalls gewalttätig zu sein, das ist jeweils schon da. Das hat man konkret in der Familie erlebt, in anderen Kontexten erlebt und es wird nicht durch neue Medien und neue Spielzeuge aufgemacht, sondern es wird höchstens etwas verstärkt, was schon da ist. Und eine Sache noch, diese Spielzeuge, die nicht gerade eine Puppe sind vielleicht, sondern die Masturbationsgeräte oder so, die setzen wir oder ich nutze die öfter und andere Kollegen von mir auch als Hausaufgabe für den Klienten, weil es einfach ein guter Simulator ist bei jemandem zum Beispiel mit Erektionsstörungen. Übt mal das Stoßen, also nicht nur die Hand bewegen, sondern diese neue Dinge, wo man ein Einführen üben kann und nachfühlen. Also Penis fokussiert ist ja nicht gleich Penis interessiert. Also mit so einem Gerät kann man sehr schön wahrnehmen üben. Dann, was spüre ich eigentlich an meinem Penis? So, dass ich zum Beispiel mitkriege, wenn ich, bevor ich zu früh komme, oder meine Erektion stärken kann, weil ich mich selbst spüre, besser spüre. Das sind auch Spielzeuge, die wir dazu nutzen oder empfehlen in der Sexualtherapie. Danke. Es ist unverkennbar, finde ich jedenfalls, dass der weiße Mann, und der wird ja weitgehend an der wissenschaftlichen, in der wissenschaftlichen Männerliteratur verhandelt, dass also der weiße heterosexuelle Mann nicht zuletzt durch den Feminismus stark verunsichert wurde. Warum? Weil nach Jahrtausenden von Peniskult bei gleichzeitiger Ver- und Missachtung von Frauen allen Beteiligten dämmert, dass irgendwas faul ist. Aber was? Nach der Verunsicherung des Mannes kamen einige Zwischenstufen, etwa die metrosexuelle Phase mit David Beckham als leuchtendem Vorbild. Und jetzt, der Märchenprinz aus den 80er Jahren ist tot, auch vom Peter-Pan-Syndrom redet kaum noch jemand. Damit waren die unangemessen dauerhaft kindlichen Verhaltensweisen und Muster bei Männern gemeint und ihre Weigerung, erwachsene Beziehungen und eine erwachsene Sexualität zu leben. Also, was bleibt dann? Gibt es eine neue Männlichkeit? Was oder wie ist es eigentlich, Männlichkeit? Muskulös, dominant, durchsetzungsstark, rational, risikobereit? Das Gegenteil von Weiblichkeit, heißt es auch. Rollenbilder, die kulturelle Konstruktionen sind. Seit frühester Kindheit anerzogen. Als Botschaft verbreitet durch Gesellschaft, Werbung und Medien, Kunst und Kultur. Im Zentrum dieser sogenannten hegemonialen Männlichkeit steht der sexuell dominante Mann gegenüber der sexuell unterwürfigen Frau. Ein streng zweigliedriges Modell. Die Lust des Mannes verdient Respekt. Die Lust der Frau ist unmoralisch.
Lösen sich diese Rollenbilder in der liberalen Gesellschaft nun auf? Mit dem Streben nach Gleichberechtigung, der Anerkennung sexueller Diversitäten und dem Recht auf Uneindeutigkeit? Was wird dann aus der Männlichkeit? Für Sozialpsychologen wie den Geschlechterforscher Rolf Pohl gibt es nicht nur eine allgemeingültige Männlichkeit. Man spricht in der Geschlechterforschung von verschiedenen Varianten, Abstufungen von Männlichkeiten, die sich historisch wandeln können, die regional unterschiedlich ausgeprägt sind, die geografisch spezifische Besonderheiten aufweisen. Im traditionellen Modell der Männlichkeit trainiert ein autoritärer Vater einem womöglich ängstlichen Sohn die Gefühle ab. Dann folgt eine autoritäre Schule, darauf das Militär. Ein Prozess, der psychische Deformationen fördert. Dann soll Mann die alleinige Verantwortung für die Familie tragen. All dies geschieht mit dem Einverständnis von Frauen. Schlägt die Deformation um in Lust an der Dominanz über das andere Geschlecht? Machtausübung kann immer eine Kompensation von Entschädigungen, von Zurücksetzungen, von Beleidigungen, von Kränkungen, von sozialen Zurücksetzungen und so weiter sein. Und sie wird noch einmal besonders verstärkt, wenn sie sich mit sexueller Lust auflädt. In modernen Gesellschaften beginnen die traditionellen Rollenbilder langsam zu zerfallen. Macht es die Vielfalt der Männlichkeit, die nun entsteht, nicht schwer, Orientierung zu finden oder gar eine neue Lust? Denn vorbei sind die Vorbildfunktionen starker Vaterfiguren. Sexualität ist ja traditionell zur Absicherung der klassischen Form der überlegenen Männlichkeit immer ein Potenz- und Männlichkeitsbeweis gewesen. Und wenn diese Männlichkeit insgesamt in Frage gestellt wird oder sich in Frage gestellt fühlt, hat das auch große Auswirkungen möglicherweise auf das sexuelle Selbsterleben. Kann eine neue Männlichkeit auch ein anderes sexuelles Selbsterleben, eine neue Lust schaffen? Für eine befreite männliche Lust dürften zwei Dinge entscheidenden Einfluss haben. Die Unbefangenheit, Gefühle und sexuelle Bedürfnisse auszudrücken und die Entschleunigung und Hingabe im Liebesakt. Das neue Idealbild bleibt abhängig davon, ob es gelingt, die enge Kopplung zwischen Lust, Leistung und Potenz aufzulösen. Denn das traditionelle Leistungsdiktat steht einem befreiten Lustempfinden entgegen. Doch die Gesellschaft fordert heute weiterhin und mehr als je zuvor Leistung und Konkurrenz. Genau in diesem Zeichen des Neoliberalismus ist die Leistungsorientierung sehr stark geworden, insbesondere was diese Selbstoptimierung, Selbstperfektionierung angeht. Und das hat natürlich sehr starke Auswirkungen auch auf das Sexualleben. Das heißt, wir können nicht ein isoliertes, paradiesisches Klima abgehobener, völlig gesellschaftsneutraler Zonen schaffen, in denen auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen in sexuellen Beziehungen stattfindet. Das ist nur annäherungsweise zu erreichen und nie eine vollständige Befreiung. Die Idee einer vollständigen Befreiung der Sexualität ist unter diesen Bedingungen auf jeden Fall eine Illusion. Und bleibt Illusion. Solange Lust und Leistung nicht entkoppelt werden und so die Urangst des Mannes vor sexuellem Versagen aufrechterhalten bleibt. Ein solcher Wandel gelingt, wenn auch die Frau die neue andere Männlichkeit zulässt. Wenn sie sich selbst nicht mehr auf bestimmte Rollenbilder festlegen muss und männliche Gefühle und Vielfalt annehmen kann. Herr Clement. Hatte ich nur den Eindruck oder waren Sie nicht immer einverstanden? Ja, mit der neuen Männlichkeit. Also ich finde die alte Männlichkeit ist auch nicht so unbedingt schlecht. Man sagt ja für traditionelle Männlichkeit. Das ist schon ein bisschen ein Begriff, der sowas hat, als das heißt ein Behinderter. Also ich sag mal klassische Männer. Ja, wenn ich an manche klassische traditionelle Männer denke, habe ich den Eindruck, ja, ehrlich gesagt. Und es beginnt mich zunehmend zu nerven auch. Aber ist nur mein Eindruck. Also das ist eine Variante von Männlichkeit, okay, die auch ihr Existenzrecht hat. Ich bin für eine Multikulti-Variante von Männlichkeit. Es soll die konventionellen Männer soll es doch auch geben. Die dürfen weiterleben. Genau.
Und die Frage ist ja auch, was ist konventionell an den Männern? Also sozusagen waren die vielleicht auch schon immer sehr individuell und vielfältig dabei und tatsächlich eher das Plurale schaffen, ohne jetzt zu sagen, es war immer ob die konventionell sind und nicht interessant ist, sind die authentisch? Sind die sozusagen, stehen die für sich? Und wenn wir über Männlichkeit reden, finde ich, ist Trump ist mit Sicherheit authentisch, aber, aber ist das ein Kriterium? Aber der ist männlich, ob mir das gefällt oder nicht. Der ist ohne Zweifel männlich und wird von vielen so wahrgenommen. Und nicht jede Form von Männlichkeit schmeckt mir gleich. Also ich finde nochmal, wenn wir über Männlichkeit reden, gibt es doch sowas, was nicht nur sich, wir sind jetzt beim Wandel gewesen, was sich ändert, es gibt auch Konstanten. Es gibt sowas wie, dass Männer sich kümmern sollen, dass Männer sich um ihre Nächsten, um ihre Angehörigen kümmern, dass sie fürsorglich sind, dass sie für gerade stehen für das, wofür sie antreten, dass sie nicht gleich nachgeben. Das sind doch männliche Attribute, die sind relativ kulturabhängig. Ja. Kulturunabhängig, nein, die sind... Unabhängig. Das kommt durch diese, ja, kulturunabhängig. Und das gilt für die Traditionellen wie für die neuen Männer genauso. Es gibt eine Konstante in der Männlichkeit über die Zeit, sonst können wir gar nicht über Männlichkeit reden. Und die hat was damit zu tun. Mit Fürsorge, mit Kümmern um die anderen und mit einer selbstbewussten, wenn wir gerade stehen für das, wofür man antritt. Obwohl ja klassischerweise das weiblich kodiert ist. Also kümmern und so weiter ist ja der klassische weibliche Definition. Also helfen und so weiter. Aber nein, es gibt eine männliche Form von Fürsorge. Zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Geld reinkommt, dass die Familie funktionieren kann, dass sie leben kann. Das mag traditionell sein, aber das ist ohne Zweifel Fürsorge. Und warum hängt das an den Männern? Warum ist es so wichtig, dass es der Mann, der das tut und das ist jetzt die Männlichkeit? Weil das ist ja das, was jetzt so ein bisschen anders wird. Bei mir zum Beispiel tue ich es. Also dann bin ich ein Mann. Also ich bin eine typische männliche Vertreterin. Weil die Frage ist das menschliche Fähigkeit? Einer kümmert sich einfach um die, und wer tut es denn? Manchmal ist die Frau stärker. Also jetzt denke ich gerade Urwald oder so. Dann tut sie es. Und das würde ich gerne aufwerfen. Also insofern, gerade die Geschlechterrollen, da zeigt sich das ja. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert beispielsweise angucken, da haben sowohl Frauen als auch Männer, sowohl in den Manufakturen als auch in den Fabriken malocht. Und dieses bürgerliche Ideal, dass die eine Rolle sozusagen die typisch männliche Rolle sei und die andere Rolle die typisch weibliche Rolle sei, das kommt erst mit bürgerlichen Vorstellungen und auch erstmal nur für eine bürgerliche Klasse letztendlich auf. Was wir im Moment sehen, und das war ja ein ganz interessanter Einspieler dann auch, tatsächlich dieses Weg von soldatischen Männlichkeiten. Ja. Also tatsächlich kann man auch heute sagen, Männer leben lieber bunt als soldatisch. Also insofern, die Bundeswehr hat ja durchaus auch Probleme, Nachwuchs zu gewinnen. Letztendlich versucht auch pluraler letztlich dabei zu werden. Und insofern, ich würde sagen, diese Abkehr von einem solchen klassischen Bild und sowas, das zeigt sich einfach. Menschen leben einfach so, wie sie das wollen. Ja. Und tatsächlich, wir sind die ganze Zeit so doll an diesem Penis dran und so. Es geht tatsächlich auch um Selbstbestimmung. Also, dass tatsächlich Menschen, die sagen, ich bin ein Mann, dann gilt das auch. Ja. Von Trump beispielsweise habe ich noch nicht gehört, dass er sagt, er ist ein Trump. Also deshalb würde ich das im Moment auch gar nicht so sagen. Gleichzeitig finde ich auch, wir müssen genauso zum Beispiel Transmänner und Intermännlichkeiten beispielsweise auch ernst nehmen. Könnte es sein, dass die Sache mit dem Militär überwiegend ein deutsches Phänomen ist, weil das in unserer Gesellschaft so verankert ist? Denn wenn ich mir Amerika angucke, wo das Militär bis heute und der militärische Drill eine massive Rolle spielt, also nicht nur in der Popkultur, sondern tatsächlich also auch bis in den Sport hinein. Also mehr anerkannt ist. Auch wenn wir zum Beispiel in die 1960er Jahre Popkultur gucken, da war ja sozusagen gerade Vietnamkrieg und solche Fragen. Und da zeigt sich gerade, da wollten Männer einfach nicht mehr mittun. Und Männlichkeit, das war im Prinzip der Sarg, der nach Hause gekommen ist und so. Und deshalb gab es dann großes Auf in Richtung Weiblichkeiten. Also Männer haben sich dann ganz viel über Weiblichkeiten dann auch identifiziert. Was mich ein bisschen genervt hat eben, war die Stelle mit der Frau im Film. Also das kann nur gelingen, wenn die Frauen mitmachen. Im Grunde genommen hängt es dann wieder an den Frauen, weil wenn die nicht richtig mitmachen, kann ich meine neue Männlichkeit nicht richtig entwickeln. Ja, ich würde gerne woanders daran, von einer anderen Ecke daran gehen, weil wir fragen die ganze Zeit das neue Männerbild, also das neue Ideal und sowas. Und das ist allein schon die falsche Frage, finde ich, weil dann ist es wieder ein Ideal und wieder ein Kasten, der sehr klein ist. Es geht um Vielfalt, um es sein können. Und dann kann es egal sein, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und dann ist auch
die Frau da, die sagt mir, genau den will ich. Und er kann wunderbar diese weichere Männlichkeit leben, weil ich das so gut finde. Ich jetzt behaupten, und Mann oder Frau. Ich würde mal behaupten, dass wir da bis heute, also zumindest bei uns in unserer Kultur, immer noch große Probleme haben. Erstens, weil wir die Kästen brauchen. Ja. Zweitens, weil die diese vielfältigere, weichere Männlichkeit, haben Sie gesagt, bis heute eigentlich weitgehend, ist mein Eindruck, geächtet ist. Ja, nicht bei Jüngeren. Also wenn man die neuesten Untersuchungen angucken von Partner 4, also diese Untersuchungen von verschiedenen, ja, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, und sieht man ja, dass bei den Jugendlichen, wenn die... Es gibt, das lange offen halten. Näher, es gibt sogar in den Online-Befragungen so ein Ding, und man zieht da quasi einen Cursor und soll ziehen, wie viel Männlichkeit empfindest du für dich oder wie bi bist du oder so weiter. Und dieses Ding ist immer mehr zur Mitte gewandert, korrigieren Sie mich, eine Öffnung zu, da ist mehr drin im Paket für jeden. Es braucht die Weiblichkeit, weil Männlichkeit kann nur definieren, wenn es nicht weiblich ist, sonst ist es ja eine leere Kategorie. Tim und Struppi, Yin und Yang. Genau. Aber deshalb bei den Studien, also es gibt eine sehr schöne in Kassel gemacht, C4 Places, die haben tatsächlich so eine Skalierung von 1 bis 100 gemacht, 1 Junge und 100 Mädchen, und da zeigt sich, und haben einfach mal die Jugendlichen befragt, wo ordnen sie sich ein, und tatsächlich etwa 40% haben sich nicht in der Nähe der Polaritäten typisch weiblich oder typisch männlich eingeordnet. Ja. Das bedeutet nicht, dass sie sich jetzt als alle als trans oder als inter verstehen. Ja, oder sie erleben einen Abstand zu dem, was wir immer klassisch in Biologie-Lehrbüchern haben, Junge, nackter Junge und so, dann klassische Pubertätsentwicklung, nacktes Mädchen, und sie sagen, ich bin ein bisschen dicker, ich bin ein bisschen dünner, bei mir setzt Adoleszenz so und so ein bisschen verzögert, also sozusagen, und deshalb, sie identifizieren sich nicht mit diesem typischen Bild. Ja, aber das ist Männlichkeit entsteht doch nur, wenn man danach fragt. Vielleicht sagen die ganzen jungen Männer, von denen wir heute gerade sprechen, die sagen vielleicht nicht, ich bin männlich, sondern ich mach was. Ich mach mein Ding. Männlichkeit entsteht, wenn man danach fragt. Und wir erzeugen das durchs Fragen. Und dann machen wir sowas wie Männlichkeit raus. Das macht einen Unterschied, ob ich sage, eine Eigenschaft ist männlich, oder ob ich sage, eine Eigenschaft wird von Männern häufig gezeigt. Ja. Wenn ich es männlich mache, dann wird es zu so einer Grundkategorie, die aber eine Erfindung ist, die nicht in dem Sinn real vorkommt, sondern deshalb ist mir das Doing Gender, dieser Begriff vom Doing Gender. Doing Gender meint ja die Praxis, das zu tun. Dass wir Wert darauf legen, dass wir Männlichkeit, Weiblichkeit betonen. Indem wir sagen, meine Damen und Herren, da ist es schon drin. Ja. Indem wir sagen, das ist wichtig und ist bedeutsam. Und das liegt nicht in der Natur der Sache, sondern in der Bedeutung, die wir dem geben. Ja, genau. Ich habe gerade selber eine Online-Untersuchung ausgeführt von der Berner Universität. Und da habe ich auch diesen Cursor gehabt. Und weiblich, männlich. Und ich definiere mich, meine Geschlechtsidentität ist weiblich. Und ich war ganz sicher, dass ich den Cursor in jedem Fall ein gutes Stück nach rechts ziehe. Weil ich weiß, dass es männlich konnotiert ist, dass ich einen Drive habe, dass ich eine höhere Energie habe, dass ich die Probleme löse. Wo ist das Problem? Hier ist die Lösung. Und dann, bist du dann so, genau, ich fühle mich dann total männlich. Aber danke für diese Frage. Bin ich nicht. Genau. Das ist nur die zugelegte Bedeutung, die ich kenne. Mhm. Und deswegen antworte ich ja. Mhm. Und ich störe damit auch manchmal. Mhm. Weil ich soll ja doch eher diese nette Frau sein. Gut, nicht unbedingt in der Sendung, das muss nicht sein. Nein. Wir kriegen das Thema jetzt nicht zu Ende, aber ganz herzlichen Dank. Und das war unsere Sendung über die Lust und Sexualität des Mannes. Sie finden wie immer weitere Informationen, unter anderem zu den lesenswerten Büchern. 4 sind es diesmal unter dreisat.de/Skobel. Meine Damen und Herren, liebe Liebende, sehen Sie jetzt direkt im Anschluss die Wissenschaftsdokumentation Lust auf Schmerz. Eigentlich war diese Sendung ja für 7:45 angekündigt, aber weil unsere Kinder ja inzwischen bis spät in die Nacht fernsehen dürfen, durften wir die Sendung aus Jugendschutzgründen nicht 7:45 ausstrahlen. Auch Aufklärung hat eben ihre Zeit. Jetzt also, liebe Kinder, echt Zeit mal zum Schlafen gehen, denn die Erwachsenen wollen sich jetzt noch ein bisschen informieren. An Marlene Henning werden Sie dabei als Expertin in der Dokumentation Lust auf Schmerz auch wieder begegnen. Ich wünsche Ihnen noch guten Erkenntnisgewinn und tschüss.